Von einem kleinen Dorf mitten in Deutschland wird berichtet, dass die Leute Anfang der 30er Jahre eine eigene Auffassung vom Nationalsozialismus hatten. Der Nationalsozialismus, so meinten sie, habe etwas mit Reinheit zu tun. Ja, man glaubte sogar, das Wichtigste daran sei, auf das Sexuelle zu verzichten. Und wenn die alten Frauen im Dorf über diese harte Forderung sprachen, schüttelten sie bekümmert ihre Köpfe und sagten, Nationalsozialismus, das ist schwer. Sowas schafft wohl nur der Lehrer oder vielleicht der Friseur. Deutschland feiert den Tag der deutschen Kunst 1939 in München. Die letzte große Kunstmanifestation des Dritten Reiches. In 6 Wochen wird der Zweite Weltkrieg ausbrechen. Ja, diese Regierung, die zu mehr als der Hälfte aus Männern besteht, die sich einmal künstlerischer Arbeit widmen wollten, ist sich der Bedeutung des Künstlers als Vermittlers bewusst. Diese Erklärung stammt von Hans Friedrich Blunk, Schriftsteller und Präsident der Reichsstiftungskammer. Und er fährt fort. Diese Regierung, die aus einer Opposition gegen den Rationalismus entstand, kennt die innerste Sehnsucht des Volkes und die Himmel und Erde umspannenden Träume, die nur ein Künstler zu gestalten weiß. Und Hitler selbst war ein gescheiterter Maler, der davon träumte, Architekt zu werden. In diesem Opernerlebnis verstärken sich im Denken Hitlers 3 Fixpunkte, die ihn von nun an nicht mehr loslassen werden. Die Fixierung auf die Heimatstadt Linz, die auf die Antike und die auf Wagner. Wer den Nationalsozialismus verstehen will, muss Wagner kennen, hat Hitler erklärt. Und Wagner nimmt tatsächlich in Hitlers Vorstellungswelt eine Sonderstellung ein. Aus Requisiten des Wagnerschen Denkens, seinem Antisemitismus und Kult des nordischen Erbes, seinem Mythos vom reinen Blut, wuchs Hitlers Weltbild hervor. Bei Wagner findet er die Vorstellung von der Kunst als Fundament einer neuen Zivilisation. Den Künstlerfürsten, der aufgestiegen aus dem Volk, Leben und Kunst vereinen soll, um den neuen Staat den Weg zu bereiten. Die nationalsozialistische Massenkundgebung war ein Quasi-Kunstwerk von gigantischem Ausmaß. Mit Hitler als Szenograf, Regisseur und Hauptdarsteller. Hier konnte sich ein weiteres wichtiges Element der NS-Ideologie entfalten. Der Mythos vom deutschen Volkskörper. Dieser Mythos, das Bild der Masse, des Volks als Körper mit einem einzigen Blutkreislauf, wurde zu einem Hauptelement der nationalsozialistischen Vision einer Veredelung der Rasse. Sich wird ein Gesetz erlassen. Dies Gesetz soll Helfer sein, das Kranke auszumerzen. Ebenso wichtig ist es, das Gesunde und Starke zu fördern. Das Gesetz ermöglicht die Zwangssterilisierung von Geisteskranken, Asozialen und erblich Belasteten. Aber dieses Gesetz ist nur der Anfang eines Prozesses, der nun ins Rollen gerät. Im März 1935 eröffnet man in Berlin die Ausstellung Das Wunder des Lebens. Hier avanciert der Arzt zum Bahnbrecher der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Im Kampf für das reine Blut geht man zum Angriff auf Juden, Rassenmischung und Verfall über. In speziellen Ausbildungslagern wurden Kurse in NS-Medizin abgehalten. In keiner anderen Berufsgruppe gab es so viele Parteimitglieder. 45% der deutschen Ärzteschaft traten der Partei bei. Dem aufmerksamen Leser von Mein Kampf war es wohl klar, welches Ziel den biomedizinischen Pionieren des Nationalsozialismus vorschwebte.
Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muss eines Tages zum Herrn der Erde werden. Das mögen unsere Anhänger nie vergessen, wenn je die Größe der Opfer zum bangen Vergleich mit dem möglichen Erfolg verleiten sollte. Gerhard Wagner, der Reichsärzteführer, versichert, dass wir auch in Zukunft gemäß den Anweisungen des Führers unsere Aufgabe erfüllen werden. Die Schaffung des neuen deutschen Menschen. Während des Reichsparteitags 1935 teilt Hitler Wagner seine Absichten mit, unheilbar Kranke töten zu lassen. Was wir uns unter der deutschen Jugend der Zukunft wünschen, ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erschaffen, auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. Auf demselben Parteitag wird ein Gesetz bekannt gegeben, dem der Reichsärzteführer in einer Rede Beifall zollt. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, die Nürnberger Gesetze. Ehen zwischen Deutschen und Juden werden verboten. Der Ehrgeiz des Nationalsozialismus, das Dasein zu verschönern, umfasste alle Lebensbereiche. Dieses Bestreben erhielt einen organisatorischen Rahmen in dem Amt Schönheit der Arbeit. Wir hatten uns schon daran gewöhnt, dass unsere Arbeitsstätten, die Fabriken und Berghöfe hässlich und schmutzig aussehen. Das wird nun anders. Unsere Arbeitsstätten sollen schön und würdig werden. Schönheit der Arbeit war die Befreiung des Arbeiters durch Sauberkeit. Der Reichsärzteführer Gerhard Wagner drückte dies unumwunden so aus. Wer den Klassenkampf beseitigen will, muss von der Arbeit und damit vom Schaffenden erst einmal den Vorwurf der Schmutzigkeit nehmen. Hilft man also dem Proletarier, sich gründlich zu waschen und stellt ihn damit auf eine Ebene mit dem Bürger, wird er einsehen, dass es nichts mehr gibt, wofür er zu kämpfen hätte. Das ästhetische Erwachen des Arbeiters würde nicht nur ihn selbst von seinem Proletariertum, sondern auch die Gesellschaft von den aufreibenden Konflikten des Klassenkampfes erlösen. Hier weist Hitler auf etwas für ihn höchst Bedeutungsvolles hin, den Ankauf der antiken griechischen Plastik, der Diskuswerfer von Myron. Die beste Darstellung des Diskuswerfers, die jahrzehntelang in römischem Privatbesitz den Augen der Öffentlichkeit verborgen war, ist jetzt in deutschem Kunstbesitz. Hitler lässt nun dieses Ereignis die Schlussvignette seiner Rede bilden, wenn er sagt, mögen Sie erkennen, wie herrlich schon einst der Mensch in seiner körperlichen Schönheit war und wie wir von Fortschritten nur dann reden dürfen, wenn wir diese Schönheit nicht nur erreichen, sondern wenn möglich noch übertreffen. Am 1. September 1939 fällt Deutschland in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen. 9 Tage davor war es Deutschland gelungen, einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion zu schließen. 2 Wochen nach Kriegsausbruch kann Hitler ein praktisch besiegtes Polen inspizieren. Einige Wochen später gibt Hitler das Signal zur Euthanasie-Aktion. Deutschland soll von misslungenen Menschenexemplaren gesäubert werden. Mitte Juni 1940 erreicht Hitler den Höhepunkt seiner Feldherrenlaufbahn. Frankreich ist besiegt. Im Morgengrauen des 23. Juni landet eine Condor-Maschine auf dem Flugplatz Le Bourget von Paris.
Hitler hat sich zu einer Art Kunstreise entschlossen und besichtigt mit einer Gruppe von Künstlern das gefallene Paris. Es ist 6 Uhr morgens. Zum ersten Mal in seinem Leben besucht Hitler die französische Hauptstadt. An seiner Seite hat der Führer den Bildhauer Arno Brecker und die Architekten Albert Speer und Hermann Giesler. Deutsche Truppen in Athen. Am 6. April 1941 hat Deutschland, Jugoslawien und Griechenland angegriffen. Am 27. April ziehen deutsche Soldaten in die griechische Hauptstadt ein. Diese Eroberung ist für Hitler nicht eine unter vielen anderen. Als sich die deutschen Truppen Athen näherten, verbot er die Bombardierung der Stadt. Goebbels gegenüber lässt er seiner Rührung freien Lauf. Sein Herz gehört der Antike. Rom und Athen sind Hitlers Mekka. Hitlers Vorstellungswelt war von einer Fixierung auf die Antike geprägt. Von allen Epochen der Geschichte war dies die einzige, die er ohne Vorbehalt bewunderte. Er sah sie als Vorbild des Gemeinwesens, das er schaffen wollte. Wenn man nach unseren Vorfahren fragt, müssen wir immer auf die Griechen hinweisen, stellte Hitler fest. Sparta beschrieb er als den klarsten Rassenstaat der Geschichte. Und vom antiken Rom sagte er, es sei die großartigste Republik der Geschichte. Am 22. Juni greift Hitler die Sowjetunion an. Nach einem missglückten Versuch, England zu bezwingen, treibt Hitler Deutschland hiermit in einen Zweifrontenkrieg. Man fragt sich jedoch, ob Hitlers Kriegsführung nicht auch von seiner Fixierung auf die Antike beeinflusst war, zumindest was die Kriegsziele betraf. Durch seine Pläne, zivilisatorisch und technisch ebenbürtige Nachbarvölker zu versklaven oder auszurotten, Völkerschaften in gigantischem Ausmaß umzusiedeln und ganze Städte in Asche zu legen, wurde die Kriegsführung gleichsam um Jahrtausende zurückgeworfen. Es war, als ob neben Hitlers moderner Kriegsmaschinerie ein Geist aus alten Zeiten auftauchte. Ein hypermoderner Krieg mit antiken Kriegszielen. Die Vernichtung der Juden. Den an der Ostfront vorrückenden Truppen folgten Spezialeinheiten der SS, sogenannte Einsatzgruppen, deren Aufgabe es war, Juden, aber auch Zigeuner und politische Kommissare systematisch zu erschießen. Die Organisation, der Hitler die Ausführung der Vernichtung anvertraut hatte, die SS, war eine Art Avantgarde des Nationalsozialismus. Ihr Führungskorps kam aus der obersten Gesellschaftsschicht. Juristen, Mediziner und andere Akademiker wurden vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler, rekrutiert. Unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Polen war ein Filmteam, das von Goebbels den Auftrag erhalten hatte, einen Propagandafilm zu drehen, in die besetzten Gebiete abgereist. Der Film wurde in den jüdischen Elendsvierteln polnischer Städte gedreht. Am 28. November 1940 hat der Film in einem der größten Lichtspielhäuser Berlins Premiere. Unter dem Publikum sind Repräsentanten der Partei, der Wehrmacht, der Kunst, der Wissenschaft. Die Kampagne gegen die Juden erreicht hier ihren Höhepunkt. Es war das Finale des Propagandakrieges und zugleich Präludium des Vernichtungskrieges.
Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.